Herzlich willkommen, liebe Brettspiel-Geeks, zu unserem neuen Video. Und heute schauen wir uns A Game of Thrones Monopoly an. So, und wenn wir das länger laufen lassen, werden wir noch gestrikt. So, das ist Game of Thrones, die Monopoly-Edition. Und wir wollen heute ein bisschen darüber reden, ob es sich lohnt, neue Monopolys zu kaufen. Oder nicht. Auch wenn einfach, in dem Fall ist es jetzt einfach nur eine Lizenz, wo coole Sachen dabei sind, wie ich persönlich finde. Oder ist es auch ein Spiel, das es sich lohnt zu holen? Wally, was denkst du? Also, wir haben ja auch schon vor einem Jahr ungefähr Monopoly Mario Kart und dann auch noch, gab es noch ein anderes Monopoly, das wir vorgestellt haben. Das war Monopoly, aber dennoch ein bisschen anders. Mhm. Na, da gab es ein paar neue Regeln dazu. Da ist einfach noch mal ein bisschen was passiert. Da ist auch, wenn man einmal eine Runde durchgefahren ist, dann ist ein Rennen gestartet. Und wenn alle Rennen durchgefahren sind, dann ist das Spiel vorbei. Dieses Game of Thrones Monopoly, das ist wirklich Monopoly. Das Standard Monopoly, so wie man das kennt. Außer es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, die geändert wurden. Oder beziehungsweise das Spiel ein bisschen verändert haben. Das eine ist natürlich die Karten, also diese Ereigniskarten, die man zieht. Da passiert einfach noch ein bisschen was anderes. Und zwar finde ich das ziemlich eine krasse Änderung, weil sie ein bisschen thematischer gestaltet sind, weil es gibt dort viel gemeinere Karten, so zum Beispiel die Rote Hochzeit, oh Spoiler, was so ein krasses Event bei Game of Thrones war, und dann hat das einer gespielt und dann konnte er von mir einfach meine komplette Dreierstraße nehmen, einer Farbe mit allen Häusern, und nimmt sie mir weg, also was richtig gemein ist, und das finde ich ist halt in den Ereignisstapel mit dazugekommen. Ja, also der Ereignisstapel besteht, wie auch bei dem normalen Monopoly, einfach aus Karten, die dir eventuell Geld geben, wo du vielleicht Geld bezahlen musst, aber auch eben mit diesen zusätzlichen Karten, wo etwas passiert, wo du eben so wie so einen Angriff spielen kannst. Du behältst sie geheim vor dir und dann kannst du irgendwann das ausspielen. Ja. Und bei uns, bei der letzten Partie war das so, dass einfach einer hat immer wieder diese Karten bekommen, die eben schon sehr stark sind. Und alle anderen haben dann so, bekomme 50, das ist 50, da kriegst du 5 Münzen. Ja, was auch bei diesem Monopoly anders ist, ist, dass die Straße kostet zum Beispiel 5 Dukaten, oder wie zahlt man hier bei Game of Thrones? Und wenn man dann dort auf die Straße kommt, das erste Mal, muss man auch dann direkt auch 5 als Miete bezahlen. Das heißt, hier wird alles relativ sehr, sehr schnell teuer. Das heißt, hier wird man relativ schnell pleite sein. Das hat zum Vorteil, dass das Monopoly nicht so lange dauert. Ja, man spielt es so 40 bis eine Stunde, also 40 bis 60 Minuten, weil man hier sehr schnell pleite gehen kann, und durch die gemeinen Karten kann einer den anderen auch richtig kaputt bashen. Ist natürlich dann auch thematisch, und ich finde es dann halt auch schön, weil wenn ich dann Monopoly spielen will, dann spiele ich das, weil es geht halt schnell. Es bringt aber nicht so viele Änderungen rein, wie jetzt zum Beispiel ein Monopoly Mario Kart, wo das dann mit dem Rennen dabei ist und hier und da. Also wenn ihr euch hinsetzt und hier die Regeln lest, dann lest ihr einfach die Standard-Monopoly-Regeln. Ja. Dort gibt es einen Hinweis, der besagt, dass damit das Spiel sich nicht zieht, haltet euch an den Regeln. Zum Beispiel das freie Parken, da passiert nichts, außer dass ihr frei parkst. Und auch, dass man nicht sich ständig hin und her Geld leihen soll. Und an sich, was sie gemacht haben, ist einfach nur, sie haben das Spiel verkürzt. Es ist immer noch glückslastig, es ist immer noch richtig random. Also es passiert total interessante Sachen. Und ja, aber an sich ist es immer noch Monopoly. Mit Game of Thrones Thema. Mit einem Thema drauf. Es ist jetzt leider nicht wie bei Mario Kart, dass da was geändert wurde. Oder bei Fortnite wurde es auch geändert. Ich fand es zwar schlecht, Fortnite, aber es wurde was geändert, und hier hat man sich dann komischerweise nicht mehr getraut, was zu ändern, was ich halt sehr schade finde. Ich persönlich. Ich finde das gar nicht schlimm. Dadurch, dass es eben nicht so lange dauert, geht es. Ja. Aber es ist natürlich, man muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht das Verlangen, das zu spielen. Ja, trotz das ist Thema. Ja, trotz Game of Thrones Fan. Ja, das ist aber wirklich, wenn dann einer unbedingt Monopoly spielen will. Letztens hat mich einer angesprochen: Christopher, warum habt ihr denn kein Monopoly bei euch in der Sammlung? So, wir haben Game of Thrones Monopoly und Mario Kart.
Das war Tobi. Und dann, er mag Game of Thrones und dann kann ich das mit dem spielen. Das dauert nur 40 Minuten und dann kann man was anderes danach spielen. Ja. Wie gesagt, es ist halt einfach nur ein Monopoly mit einem Skin drauf. Leider, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, dass man auch wie bei Mario Kart in die Richtung geht. Und ich hoffe, das hier bleibt auch eine Ausnahme und die gehen wieder mehr in irgendeine Richtung. Ja, die Sache ist die, wir gehören nicht zu den Menschen, die jetzt alle Monopoly-Arten sich holen. Ja, ne? Ich will Risikos mit Skins. Ist ja auch von Hasbro und Risiko. Achso. Game of Thrones. Ja. Gibt es, glaube ich, sogar. Die interessante Sache ist ja, dass immer noch Monopoly benutzt wird, um einfach immer noch Geld zu machen. Mhm. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, es funktioniert immer noch. Ja, weil Monopoly wohl... Die Sache ist halt die, wenn du viele Menschen, wenn man sie auf Brettspiele anspricht, dann kennen sie Uno, Monopoly und Risiko. Risiko, vielleicht Spiel des Lebens oder so. Und deswegen finde ich es manchmal gar nicht so schlimm, dass es solche Spiele gibt. Das sollen dann auch diese Menschen sich dann eben holen. Aber wir sind, glaube ich, da einfach schon raus. Ja, aber wobei ich persönlich sagen würde, ich will Game of Thrones Monopoly in der Sammlung behalten. Wegen dem Thema oder wegen dem krassen Spielerlebnis? Wegen dem Thema, weil ich finde, es ist cool umgesetzt. Die Figuren sehen cool aus. Die Aktionskarten liegen auch so im eisernen Thron. Da hat man noch die Melodie. Und das finde ich ist eigentlich schon sehr gut gemacht und es ist ja auch kein teures Spiel. Und wenn ich mal Lust auf Monopoly habe und, Entschuldigung, wie kostet das denn? 30 Euro, glaube ich, wenn ich als geguckt habe, wenn ich mich nicht täusche, kann auch sein, dass ich mich irre. Und wenn ich mal Lust auf Monopoly habe und ich mag halt Game of Thrones, dann, und Monopoly Mario Kart ist ja schon sehr, sehr anders, finde ich, zu Monopoly. Und das ist halt schon sehr Monopoly getreu, aber dauert auch nicht so lange und hat dieses Game of Thrones Thema. Das finde ich dann halt, ist dann gut. Okay, das war unser Video zu Monopoly Game of Thrones. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu. Habt ihr es schon gespielt? Spielt ihr noch Monopoly oder nicht? Mögt ihr Game of Thrones noch trotz der letzten Staffel? Oder schaut ihr auf all das Gute, all die guten Erinnerungen? Und wir verabschieden uns und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.